Beschreibung und wirkliche Abbildung von den vornehmsten Städten der Welt. Braunhogenberg, die im 16. Jahrhundert hochberühmte, dann aber vergessene Städtesammlung, in 52 Folgen zum ersten Mal verfilmt von Peter Milger. Kassel, eine schöne, herzliche Stadt im Land zu Hessen, mit kunstreichen Gebäuden, Schloss und Lustgärten der Landgrafen zu Hessen gar lieblich verziert, die vornehmste Stadt des Hessenlandes. Vornehm, aber nicht so reich wie die Messestadt Frankfurt, das den hessischen Landgrafen nicht unterstellt war. Auch hatten die vornehmen Kasseler weniger zu sagen als ihre reichsunmittelbaren Standesgenossen im Süden. Landgraf Hermann hatte nämlich 1384 die Selbstverwaltungsrechte mit brachialer Gewalt abgeschafft. Über die Residenzstadt regierten seitdem die Schlossherren. Der Begleittext zählt eher bodenständige Einnahmequellen der Untertanen auf. Die Stadt wird von den Flüssen Fuld, Ahna und Trussel umflossen, daher die Stadt einen weidereichen Boden hat und viele Matten, die zur Viehzucht dienlich sind. Daher ihr Haupterwerb durch Vieh, Häute und Wolle kommt. Leider ist keinerlei Vieh zu sehen, dafür aber Weinberge. Ihre Trauben konnten die Kasseler selbst verarbeiten, ihre Wolle zunächst nicht. Sie bringen die Wolle nach Antwerpen, von wo sie nach London gebracht wird. Dass Fertigprodukte höhere Erlöse bringen als Rohstoffe, fiel dann auch den Kasselanern auf. Die Engländer konnten sich an unserer eigenen Ware bereichern und uns Deutschen das Geld abluchsen. Denn jetzt wird unsere Wolle im Land zu Tuch gemacht und nach Hamburg und Frankfurt am Main gebracht und um bares Geld verkauft. Wegen dem guten Baren gab es im 15. Jahrhundert auch in Kassel Ärger mit der Kirche. Stifte und Klöster erhoben hohe Abgaben und Zinsen und machten den Zünften Konkurrenz, wogegen die Messe oft ausfiel. Dafür ließ der Papst Briefe verkaufen, die dem Sünder das Fegefeuer erließen. Der Geldabfluss ins Ausland war besonders der gräflichen Kasse abträglich. Dazu kam der Niedergang vieler Klöster, sodass der Ruf nach Reform immer lauter wurde. Papst und Kaiser zögerten, Hessens Obere nicht. Sie schlossen Klöster und verbaten den Ablasshandel. Das war die Reformation vor 1517, als Luther noch schwieg. Richtig los ging es dann mit dem Streit um Luthers Ablassthesen. Und schon 1521 kam hier in der Neustädter Kirche die deutsche Sprache zum Zuge. Mit der Reformation kam der Aufschwung. Das Blatt zeigt uns die Stadt etwa 50 Jahre später, nach einer Epoche reger Bautätigkeit. Die Martinskirche um 1570. Die Martinskirche um 1850. Von diesem Kassel ist fast nichts übrig geblieben. Die Martinskirche 1944, nach dem Bombenangriff. Die Martinskirche 50 Jahre danach. Hier fehlt das Denkmal, das vor der Bombardierung an die Reformation erinnerte und den Landgrafen, der die abweichende Lehre in Hessen zur Staatsreligion machte. 1527 ließ Landgraf Philipp kirchliche Stifte und Klöster säkularisieren und verwandte die Einkünfte auch für soziale Zwecke und das Bildungswesen, was ihm den Beinamen der Großmütige einbrachte. Mit dem Denkmal wurden zwei Reliefs zerstört. Rekonstruktionen an der Wand der Martinskirche erinnern daran. Ein Relief zeigt Luther und Zwingli bei ihrem Versuch, ihren Streit beizulegen. Philipp hatte das Treffen vermittelt, um eine Spaltung der Bewegung zu verhindern. Der Landgraf war dabei, seinen Staat mittels einer Landeskirche zu modernisieren. Und das musste mächtige Feinde auf den Plan rufen. Landgraf Philipp bestimmte die ehemalige Stiftskirche St. Martin zum Grabgelege der Landgrafen. Überhaupt bestimmte er alles. Philipps reformierter Staat verlangte von seinen Untertanen vor allem Gehorsam. Ja, sogar verhungern durfte keiner mehr.
Der Landesherr hat die Armenfürsorge so entschieden geregelt, dass wir annehmen können, sie habe ihm wirklich am Herzen gelegen. Auch für die fürstliche Behaglichkeit blieb etwas übrig. Hier sieht man den alten, eher dürftigen Lustgarten der Grafen vor der Wende. Und hier den neuen Lustgarten. Den normalen Gläubigen rieten die gewendeten Pfarrer vom Lustwandeln eher ab. Von den guten Werken galt nunmehr die Arbeit als die gottgefälligste. Mit der Abschaffung der Heiligen entfielen auch die entsprechenden Feiertage. Arbeit gab es genug. Philipp ließ vorsorglich Kassels Befestigungen ausbauen, weil die Reformation zum Konflikt mit den Habsburger Kaisern führen musste. Und sie führte auch dazu. Das zweite Relief zeigt die Folgen. Philipp gehörte 1548 zu den Verlierern im Schmalkaldischen Krieg. Heimtückisch zu einem Essen geladen, wurde er von kaiserlichen Häschern in Halle verhaftet. Des Weiteren wurde ein Kommissar nach Kassel entsandt, um die Abtragung der Festungswerke zu veranlassen. Philipp wollte es nicht glauben. Aber Habsburg demonstrierte auch an Kassel, was seine Feinde zu erwarten hatten. Zeitweilig waren 3000 Arbeitskräfte mit der Demolierung der Befestigungen beschäftigt. An die 200 Kasseler Geschütze wurden konfisziert und dienten fortan in aller Welt der Durchsetzung Habsburger Interessen. Philipp verbrachte trotz erheblicher diplomatischer Bemühungen 5 Jahre in Gefangenschaft. Er hat sehr gelitten, aber Hessen war ihm geblieben. Als der Graf im September 1552 heimkehrte, begab er sich sofort zur Martinskirche, wo die Gemeinde Gott dankte, und zwar auf evangelisch, da sie sich der Rekatholisierung erfolgreich widersetzt hatte. Unter Philipps Nachfolgern entwickelte sich Kassel zu einem wissenschaftlichen und kulturellen Zentrum, das sich in Europa sehen lassen konnte. Hier wurde also nicht nur Wolle gemacht, wie unser Autor meldet. Auch den Ausbau Kassels zu einer modernen Festung hatten die Landgrafen fortgesetzt. So kam es, dass im Dreißigjährigen Krieg sämtliche Feindheere wegen Aussichtslosigkeit von einer Belagerung absahen. So zeigt uns Matthäus Merian Kassel gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges gänzlich unbeschädigt. Andere Städte kamen davon, indem sie sich loskauften. Diese Brandschatzung entblößte die Städte zwar meist ihrer liquiden Mittel, aber sie wurden nicht abgefackelt. Mit der Modernisierung des Krieges entfielen dann intelligente Mittel der Schadensbegrenzung, von der beide etwas haben, Sieger und Besiegte. Die Kasseler hätten sich ja gerne ein hübsches Sümmchen hingelegt. Ihr Kassel war eine schöne Stadt. Was in der wiederaufgebauten Stadt vom Kassel des 16. Jahrhunderts übrig blieb? Wirkt irgendwie wie in der Fremde.